Montag 14 Uhr und das bedeutet, es ist Hot oder Schrott Time. Ist die Palette eindeutig hot. Also Hot oder Schrott. Bei zwei diese Palette dann auch probieren und testen und meckern oder eben auch loben. Es ist wieder Hot oder Schrott Time. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Claudia, mein Leben und mehr. Es ist wieder Hot oder Schrott Time und diesmal haben die liebe Claudia Belladonna von Kanal Belladonna This is Life und ich uns überlegt, dass wir mal wieder eine jetzt erhältliche LE testen werden. Und zwar handelt es sich diesmal um eine Eigenmarke von Müller, würde ich sagen. Ich weiß es nicht genau. Also ich weiß, dass ich die noch nirgendwo anders gesehen habe. Und zwar die Firma Make-up Factory. Und da gab es dieses süße, süße kleine Palettchen. Und das ist die Pro Effect Eye Palette Green Selection. Es gibt die noch in lila. Es gibt die noch in Nude und es gibt die noch in Rosa. Und ratet mal, welche wir uns ausgesucht haben. Ja, oder? Ja, wir sind zwei Grünlieseln, deswegen ist es auf jeden Fall die Grüne geworden. Und die ist auf jeden Fall gerade aktuell bei Müller erhältlich. Das heißt, wenn die euch gefällt. Und ich zeige euch gleich 9 Gründe, warum die euch gefallen sollte. So, hier ist es leider gerade ein bisschen hell. Ich mache mal ein bisschen mehr. So ist es, glaube ich, besser. Ja, also in echt sieht sie noch schöner grüner aus. Ich habe sie gesehen, also die liebe Claudia hatte sie gesehen, hatte mir dann gesagt, du musst zu Müller, du musst dir diese LE holen. Ja, da bin ich aber nicht mehr dazu gekommen und Gott sei Dank, als ich sie dann jetzt Anfang der Woche bei Müller gesehen habe, war sie noch da. Das ist sehr gut. Also, wir haben wunderschöne Grüntöne. Wir haben einen richtigen matten Ton und die anderen sind eigentlich schimmrig. Aber das macht nichts, weil die in sich so stimmig sind, dass man damit wirklich einen Look kreieren kann. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und dann macht ihr euch ein eigenes Bild davon. Achso, die kostet 17,95 Euro. Ist eine Hausnummer, finde ich. Aber ich habe gehört, dass die Qualität von Make-up Factory wirklich gut sein soll. Deswegen hängt ein Haar, so. Deswegen schauen wir einfach mal, wie sie so performt. Wir schauen einfach mal. Ich ziehe die Brille ab und dann gucken wir mal. Ich komme ein bisschen näher. Jawohl. So, ich nehme einen kleinen Fluffy-Pinsel und trage mir als allererstes, diesmal wird es ein dunkler Look, ich trage mir diesen Ton hier auf. Das ist so ein Braungrün. Also es ist kein richtiges Braun, es ist... Hoppala, was war das denn? Also entweder hat gerade einer etwas in den Briefkasten geworfen oder der Wind ist hier so stark, dass er den ständig öffnet. Das macht er hier die ganze Nacht. Deswegen schlafe ich gerade echt bescheiden. Aber ich habe vergessen abzuklopfen, deswegen muss ich jetzt ein bisschen mehr verblenden. Das finde ich schon mal gar nicht schlecht. Vor allen Dingen konnte ich hier schon mal in einem das ein bisschen verdunkeln hier hinten. Das finde ich gar nicht schlecht. So. Ich hätte einen nicht ganz so festgebundenen Pinsel nehmen sollen.
Okay. Naja, gut. Wie gesagt, das ist meine erste Make-up Factory Palette. Okay. Ich heute schief oder? Ach, ja. Aber ihr wisst ja, ich arbeite mit dem, was ich gerade habe. Okay, und jetzt auch noch ein bisschen mehr verdunkeln hier hinten. Ah, ich denke mir, das war gerade der Wind, weil der frischt gerade schon wieder auf. Für mich ist nämlich gerade Mittwoch. Muss aber schauen, dass ich meine ganzen Videos, die ich jetzt noch so machen möchte, vorher abdrehe. Deswegen, das gefällt mir. Ja, das finde ich gut. So, dann nehme ich einen dunklen grünen Ton und trage mit den. Mach, verdunkel mir damit ein bisschen die Ecke. Und zieh den ein bisschen rüber. Am Knochen entlang. Das muss ich gleich ein bisschen mehr verblenden. Ja. So, jetzt nehme ich einen Blendepinsel und mache das hier ein bisschen softer. Jawohl, das ist besser. So, das finde ich schön. Das sieht echt schön aus, finde ich. So, und jetzt haben wir ja hier ganz viele Grüntöne, die wir uns noch in die Mitte packen können. Und zwar fange ich hinten an mit diesem Grünton. Den nehme ich auf und trage mir hier auf. Ja, der ist sehr dunkel. Das gefällt mir schon mal gut. Dann nehme ich als nächste Stufe, nehme ich, diesen petroligen Grünton. Den nehme ich in die Mitte. Jo. Oh ja, sehr schön. Oh, das. Wow. Tolle Farbe. Mehr. Ja. Und dann nehme ich hier vorne, nehme ich diesen Grünton. Und trage mit denen hier am Anfang des Lids auf. Und seht ihr jetzt diesen Farbverlauf? Krass. Ja, mal ein bisschen mehr. Und ziehe mir den auch ein bisschen rüber. So. Wunderschön. Mein Gott, das ist ja schön. So, ich brauche meine Läppchen.
Oh ja. Boah. Claudias, hast du gut gemacht, mich davon zu überzeugen. Ja, ich bin selten bei Müller. Das hat damit zu tun, dass Müller bei uns nicht so oft vertreten ist. Also es gibt einen Müller in einem kleinen Einkaufszentrum, das Hirschcenter in Aachen. Ja, da war ich früher öfter, weil da direkt daneben Real war. Und Real gibt es nicht mehr, da ist jetzt Kaufland, wie fast überall. Und ja, Kaufland habe ich aber auch hier direkt in Alsdorf. Deswegen, da brauche ich nicht unbedingt hinfahren. Ne? Also früher, wenn ich zum Real gefahren bin, bin ich bei Müller rein. Aber jetzt, ach, was erzähle ich hier eigentlich alles? Okay, gut. Ich nehme mir voll die Informationen hier. So, ich nehme mir einen. Wo bist du? Ich nehme mir meinen süßen kleinen ganz Flat Definer Pinsel und nehme mir nochmal diesen blau-grünen Ton und trage mir den ein bisschen unters. Oh, nee, ich mache erst hier ein bisschen dieser dunkle Grünton. Den trage ich mir hier hinten auf und ziehe mir den bis hier hinten, wo er auch hingehört. Ja. Und dann nehme ich einen etwas softeren Pinsel und gehe hier in diesen hellen Ton rein. Der ist so gesprenkelt, seht ihr das? Das ist total schön, finde ich. Und den kann man bestimmt super gut als Inner Corner nehmen. Jawohl. Und den ziehe ich mir dann auch bis zur anderen Seite. Sehr schön. Was für eine geile Palette. Sehr schön. Den nehme ich mir auch mal ein bisschen, mache mir den hier noch ein bisschen hin. Nur um die. Ja, oh, ist das hübsch. Ihr seht das noch besser, ne? So zum Aufhellen unter der Augenbraue. Sehr schön. Mein Gott, das ist ein toller Look. Sehr, sehr schön. Welche Farbe habe ich jetzt noch nicht benutzt? Die beiden hier unten, aber die sind auch so ein bisschen goldig und ich finde es heute ein bisschen schöner, wenn es ein bisschen kühler ist. Passt auch besser zu meinem Outfit, finde ich. Aber die beiden muss ich mal eben swatchen. Na, hier seht ihr übrigens mein Tattoo. Okay. Ja, die sind sehr goldig, deswegen. Das war gut, die jetzt heute mal rauszulassen, weil ich heute einen etwas kühleren Look haben wollte. Bevor ich mir jetzt. Wow, okay. Bevor ich mir jetzt die ganze Bluse einpuder mit den Goldtönen. Machen wir die mal eben weg. So. Sehr schön. So. Jetzt machen wir uns noch ein bisschen Mascara drauf und da nehme ich die Waterproof Version von der Glam and Doll False Lashes von Catrice. Die habe ich schon länger offen, aber habe sie länger nicht benutzt, weil irgendwie, ja, ich weiß auch nicht warum. Ich hatte immer andere. Und man sollte die ja doch relativ. Also, ich schaffe es wahrscheinlich nicht, sie leer zu machen, aber zumindest, dass man nicht ganz so viel entsorgen muss. Das finde ich nicht gut. Also ich werde wirklich nächstes Jahr mehr, also dieses Jahr, mehr dazu übergehen, wahrscheinlich mehr kleine Mascaren zu kaufen und ich
fände das auch gut, ehrlich gesagt, wenn es die mehr, wenn die mehr angeboten würden. Also gerade für solche Make-up-Junkies wie mich, die ja viele benutzen, sind so kleine Mascaren eigentlich sinnvoller, weil man die dann eben auch zumindest ansatzweise aufbrauchen kann. Macht ja auch so ein dummes Gesicht beim... So sieht's aus. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Wunderbar. So, da ist meine Brille. Wunderbar. Wow. Oh, ist die dreckig. Okay, einen Moment. Okay. Wunderschön. So, was nehme ich mir denn auf die Lippen? Auf die Lippen. Was könnte ich denn nehmen? Foundation Stick nehmen wir nicht. Oh, ich trage heute mal Fenty Beauty auf. Der ist ja so schön. Das ist wirklich ein Dupe zum Maybelline. Ja, eher umgekehrt. Aber ja, der ist schon sehr, sehr schön. Ja, das gefällt mir. So, ihr Lieben, das ist übrigens der Fenty Beauty Fussy 02. Der könnte ein bisschen pigmentierter sein, aber dafür gibt es ja die Lifterglosse von Maybelline. Die sind fantastisch, wenn ihr so einen richtig saftigen, feuchten Ton auf den Lippen haben möchtet. Ja, der kostet irgendwie, keine Ahnung, 20 Euro. Und die anderen kosten 8,95 oder so. Also gönnt euch. Nehmt euch bitte Maybelline. Ja, okay. Den habe ich jetzt bei Sephora bekommen für wenig. Aber auch immer noch teurer als die Maybelline, und wenn man sich das so anguckt, das sind die Maybelline, die sind natürlich pigmentierter. Ja. Okay, hör mal auf zu quatschen. So, ihr Lieben, das war mein Look von der Make-up Factory LE Pro Effect Eye Palette Green Selection. So sieht sie aus. Sie kostet 17,95 €. Das ist nicht preiswert, aber sie macht einen sensationellen Look, finde ich. Gönnt sie euch, wirklich. Also wir haben uns dieses Jahr vorgenommen, dass wir ein bisschen mehr auf LEs auch gehen, dass wir gucken oder auch, dass wir Fullfaces machen, dass es einfach Sachen sind, wo man mehrere Sachen auch mal benutzen kann, die man auch im Haus hat. Das finde ich immer ganz gut. Und ja, ihr Lieben, ich würde sagen, diese Palette ist hot, auf jeden Fall. Und ich überlege sogar, ob ich mir die Lilane auch noch hole, aber ich bin kein Lila-Mensch eigentlich. Aber die ist echt schön. Naja, okay. Ihr Lieben, jetzt habt ihr noch zwei Aufgaben. Erstens, wenn ihr noch nicht Abonnent meines Kanals seid, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne ein Abo da. Und Däumchen nach oben und vielleicht kommentiert ihr auch. Kennt ihr etwas von Make-up Factory? Benutzt ihr das irgendwie täglich? Und es ist eigentlich einfach nur bei mir ziemlich vorbeigegangen. Ich weiß es nicht. Da würde ich mich jedenfalls freuen. Die zweite Aufgabe, die ihr habt, ist, jetzt gehen wir alle mal rüber zur lieben Claudia Belladonna und schauen uns an, was sie für einen Look kreiert hat.
Ich bin jedenfalls super gespannt und ja, freue mich total. Ihr Lieben, wir sehen uns dann nächste Woche, Montag, 14 Uhr, auf jeden Fall bei der nächsten Hot- oder Schrott-Ausgabe. Und bis dahin bleibt oder werdet bitte ganz schnell wieder gesund. Das ist das Allerwichtigste. Und ja, ansonsten passt auf euch auf. Das Jahr ist noch jung. Nehmen wir uns doch vor, uns alle ein bisschen netter zu behandeln, wenn ich manche Bilder sehe, oder Videos sehe, wie Menschen miteinander umgehen. Da wird es mir echt übel und ich möchte ja gerne mit meiner Insel hier, mit meiner Couch, möchte ich ja so ein bisschen einen sicheren, ruhigen Ort kreieren und ihr alle seid Teil davon. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken und ich hoffe, es werden immer mehr, weil ja, sendet Liebe aus. Das ist das Allerwichtigste noch, neben der Gesundheit. Ihr Lieben, passt bitte auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Eure Claudi.